Hi! Na. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Ich habe mein Paket mitgebracht. Ja, wunderbar. Dann schauen wir uns das gleich mal an, ne, wie die Schuhe passen. Wir konnten ja das Fitting leider nicht so vornehmen, ja, ne, aufgrund von Corona. Aber es bleibt halt nichts anderes übrig. Genau. Ja, komm, dann gehen wir. So, haben wir einen Platz. Dann lass mal sehen. Ich habe sie auch schon genäht. Ja, wunderbar. Alle Bänder sind dran. Gut. Ja, dann probier sie doch mal an. Ich hatte eben halt so Bedenken, dass die vielleicht ein bisschen zu groß sind, weil, ich sag mal, es war ja jetzt nicht so viel los. Also wir haben jetzt noch nicht so viele Fittings gemacht. Wir haben ja jetzt, du siehst, ne, hier ist eine Lücke, ja. Dass wir ja, einfach auch noch nicht so viel Gelegenheiten hatten, das so richtig auszuprobieren. Mhm. Aber die, ich hatte das Gefühl, die fallen größer aus. Echt? Als ja, also die anderen Schuhe. Die passen richtig gut. Also die haben mir auch die gleiche Größe geschickt, wie ich in der Schuhe hatte. Ja, genau. Und es passt eigentlich ziemlich gut. Also. Hast du denn jetzt hier schon eine Sohle drin? Nee, noch nicht. Ach so. Also die sind ja hier sofort dabei. Genau, hier ist ja auch noch was für dich angekommen. Das hatte ich dir ja schon einmal geschickt, ne? Brief vom Schlag von Merle. Für Emilia, hier sind auch nochmal andere Einleger dabei. Und zwar nochmal die Superharten. Also da haben sie jetzt nochmal aufgestockt. Also sind noch härter. Genau, ist im Paket ist ja die mittlere und die harte Variante. Und jetzt gibt es nochmal Soft. Also das könnte man auch mit Medium zum Beispiel kombinieren. Mhm. Und nochmal super hart. Sie sind auch nochmal wesentlich dicker. Hier haben wir jetzt einfach mal die vier unterschiedlichen Sohlen aufgebaut. Da sieht man schon allein an der Dicke, ne, wie der Unterschied ist. Und natürlich auch die Biegung ist unterschiedlich. Welche Sohle willst du denn einlegen? Willst du es mal mit dieser ganz harten probieren oder ist das too much? Ich würde mal mit Soft vielleicht anfangen. Okay. Weil gerade wenn man länger so Spitze nicht mehr gemacht hat und so, ist es ja immer ganz gut, wenn die nicht gleich so hart sind am Anfang. Ja, dann stecken wir das mal hier parallel rein. Und das ist echt praktisch, dass man das so variieren kann. Ach so, du hast jetzt auch hier diese andere Schnürung genommen, genau, ne? Genau, also es waren ja die Stretchbänder dabei und ja, die normalen. Und bei denen mache ich das halt immer gerne in so einer Schlaufe, weil dann können die nicht aufgehen. Ja. Ja, das ist ja jetzt so ein bisschen so eine neue Art, dass man die Satinbänder quasi so wie das Gummi in so einer Schlaufe annäht. Und dadurch, dass es stretcht, kann man das dann eben halt auch so rumwickeln wie ein normales Satinband. Es ist noch so ein bisschen eine neue Art und machen noch nicht so viele. Ne? Ich kann gerne mal zeigen. Ja, gut. Gut, sind jetzt die beiden Taftsohlen drin schon? Ja, ich habe sie auch eingelegt. Schon habe ich auch dabei. Also die passen wirklich wie angegossen von der Größe. Also finde ich. Ja, stimmt. Mhm. Ja, absolut. Hinten nah an der Ferse sitzt sehr, sehr gut. Genau. So, und das ist jetzt und dann wickelst du es einfach so. Einmal so und einmal wieder zurück. Und das geht dann vorne rum. Okay. Genau, dann muss man das nur noch richten hier. Ja, das ist natürlich schon praktisch, ne? Und wenn, vor allem, ich meine, ja, klar, kann man nicht auf der Bühne stehen, aber wenn man dann mal auf der Bühne ist, können die sich halt nicht, die Knoten können sich dann halt nicht lösen. Ja. Da fühle ich mich immer ein bisschen sicherer. Ja. Gut, komm hier, dann nimm nochmal den zweiten dazu. Spiele ich jetzt gleich wieder Ballettstange für dich. Das dann doch nicht verwickelt, ne? Also ich hätte jetzt auch gedacht, das ist... Ja, man muss es danach halt immer so ein bisschen gerade rücken. Davon. Ja. So. Ja, gut. Ja, komm, dann stell dich mal drauf. Soll mal sehen, wie es ausschaut. Ja, ich meine, er sitzt super hier hinten an der Ferse. Ja.
Ne? Also schmiegt sich hier sehr schön an. Ne? Also ja, ist jetzt ist wirklich von der Größe. Was ich bei dem auch gut finde, ist, dass ein bisschen größere Standfläche hat als das Modell, was ich jetzt vorher hatte von mir. Ja? Also habe ich das Gefühl, vielleicht. Ja. Auch nicht. Aber. Ja, stell dich nochmal drauf, vielleicht sehen wir dann einfach gleich nochmal auch den Unterschied von der softigen Sohle zu den festen. Also so fällt es mir jetzt halt ziemlich leicht, so auf die Spitze drauf zu holen. Ja, auch wie geht es durch das Demi-Point? Ja, gut. Ich habe jetzt ganz stumm. Ja. Na hier, das sitzt sehr schön. Perfekt. So, jetzt wechseln wir mal die Sohle ganz schnell. Zieht man einfach raus. Und jetzt kommt die mittlere Härte hier hinein. Zack. Und schon ist das Ganze fertig. So, das ist jetzt die Medium-Sohle. Genau. Merkst du einen Unterschied? Ja, wie fühlt sich das an? So ein bisschen stabiler, aber es ist halt auch ein bisschen schwerer, so durchzurollen. Ja. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht leichter ist, so für Balance. Oder ja. Ach so, dass du dann mehr Sicherheit hast. Genau, ne? Ja. Okay. Also. Sieht sehr gut aus. Also klar, viel Unterschied ist es jetzt nicht, ist ja auch nur ein Härtegrad. Ja, ja, ist ein Härtegrad mehr. Ne? Aber durch die halbe Spitze kannst du auch noch ein bisschen gehen oder ist das jetzt schon wirklich deutlich schwieriger? Es geht noch. Also klar, es ist ein bisschen anstrengender, aber... Ja, okay, aber ich sag mal, ein härterer Schuh ist ja nicht immer negativ, ne? Weil es ja eben halt einfach... Genau, man muss halt mehr arbeiten und dann stärkt sich eben natürlich auch die Fußmuskulatur. So, jetzt hat Emilia... die Schuhe nochmal angezogen. Wir haben jetzt die harte Sohle drin. Mhm. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich echt an wie ein anderer Spitzenschuh. Man merkt es schon so, dass es unten so ein bisschen dicker ist. Okay. Also schon, wenn ich denke, ja, die Sohle ist ja auch, merkst du auch die Biegung? Ja. Oder? Mhm. Ist das unangenehm oder? Nö, es fühlt sich einfach nur ein bisschen anders an, als hätte ich mir jetzt einen Spitzenschuh mit einer stärkeren Härte gekauft. Ja. Gut, komm dann schnell. Aber mal das drauf. Ist ja das Coole, dass man das so variieren kann. Ja. Ja. Fühlt sich ganz anders an, aber nicht schlecht anders. Also ja. Hast du denn jetzt das Gefühl, auch wenn du jetzt alleine stehst, dass du mehr Halt hast? Irgendwie schon, ja. Ja, manchmal, man kann das ja manchmal nicht so richtig erklären, ne? Ja. Also jetzt so vom Fuß her, muss ich sagen, sehe ich jetzt eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Also, dass jetzt der Spanner nicht so rauskommt. Mhm. Das also ist vom Gefühl halt einfach stabiler. Ja. So. Jetzt legen wir mal hier dieses ganz dicke Inlay ein. Oh, da muss man auch schon ein bisschen mehr drücken, dass das auch richtig runter geht. So, Emilia, it's your turn. Schauen wir mal. Oh ja. Ich könnte mich da überhaupt so hochkommen auf die Spitze. Ja, wir werden es sehen. Achso, und du gehst das erst durchs Gummi. Ich spann fast noch ein bisschen mehr raus, habe ich gerade das Gefühl. Echt? Ja. Bin ich gespannt. Irgendwie bequem, muss ich sagen. Also es drückt so den Spannwert. Meinst du, es drückt es noch weiter nach vorne? Ja. Aha. Ich glaube, gerade weil die Biegung ein bisschen stärker ist in der Sohle. Ja, das ist so ein bisschen so wie diese vorgeformten Schuhe, die ist ja teilweise, aber. Von Grischko gibt es ja so zwei Modelle, die vorgeformt sind und von Bloch ja auch diese mit der geteilten Sohle, die sind ja auch schon so ein bisschen vorgeformt. Dann hat das vielleicht dann eben halt diesen Effekt. Also ist vielleicht gar nicht so schlecht dann, wirklich, wenn man die unterschiedlichen Sohlen auch benutzt. Ne? Ja, also ich fand jetzt keine gut oder schlecht, die haben halt alle so ihre eigenen Vorteile. Ja. Was würdest du denn jetzt dir vorstellen? Welche Sohle würdest du eher für die Stange nehmen? Würdest du dann weicher gehen und für die Mitte härter? Ja, oder was? Ja, für die Stange vielleicht so softer anziehen, damit man noch so davon, die es so leichter durchrollen kann. Ja. Und die härteren dann in der Mitte anziehen. Gut. Ja, also Emilia hat jetzt alle vier Sohlen von dem Modell Lisa hier ausprobiert. Denn wir hatten ja
noch die super harte Sohle ganz neu von Merlet geliefert bekommen. Und ja, du hast gerade gesagt, was du positiv fandest. Ja, ich finde wirklich, als hätte man so vier unterschiedliche Schuhe in einem Schuh, weil ja, wirklich jede Sohle sich irgendwie anders anfühlt. Was jetzt nicht schlecht ist, weil man halt genau gucken kann, welche Sohle brauche ich so für was, wo hätte ich gern ein bisschen mehr Halt, wo hätte ich gern lieber ein bisschen, ja, so ein softeres Gefühl beim Durchfallen. Ja, super, hört sich gut an. Also das Modell Lisa hat ja, erstmal wird das geliefert in diesem wunderbaren Schuhkarton. Mhm. Und dann sind im Lieferumfang enthalten zwei Sohlenhärten, und zwar Medium und Hart. Die anderen Sohlen kann man dann für 5 Euro nachkaufen. Dann sind unterschiedliche Bänder und Gummis dabei. Hier sind jetzt nur noch 3 Bänder zu sehen, denn die anderen hat ja Emilia schon verwendet und angenäht. Einmal eben natürlich das Profigummi und dann eben halt auch das elastische Band. Und zusätzlich gibt es eben halt dann noch diese die Gelpolster und auch die Schaumstoffpolster. Ja, das Ganze kostet 130 Euro, also 129 Euro. Es ist natürlich im Einstieg etwas teurer, aber durch die unterschiedlichen Möglichkeiten von den Sohlen und auch einer langen Lebensdauer, weil man kann ja die Sohlen, wenn die weich geworden sind und der Schuh vom Äußeren noch okay ist, dann kauft man einfach die Sohle nochmal nach für 5 Euro und kann wieder ganz normal starten. Denn der Schuh hat ja zum Beispiel auch diese haltbare Ledersohle hier vorne dran. Also das Lederpad an der Spitze. Das heißt, auch hier ist der Schuh natürlich haltbar. Ja, bei uns im Store Modell Lisa.